Heute im Test für euch mal wieder Video-LEDs und diesmal auch wieder etwas speziellere, und zwar von Falcon Eyes. Kannte ich bisher auch noch nicht als Marke, waren bisher wohl auch in den USA primär unterwegs, jetzt auch in Europa öfter zu bekommen, und zwar das RX18TD. Ein flexibles LED-Panel kann man nicht wirklich sagen. Worum es da genau geht, das erfahrt ihr jetzt im Video. Direkt vorweg noch zwei wichtige Informationen. Punkt 1, dieses Video wird aufgenommen mit der Panasonic Lumix S1 mit Video-Autofokus und Face-Tracking, damit wir einfach gleich mal einen Praxistest haben. Anmerkung Nummer 2, das Ganze, das ihr hier seht und noch ein bisschen mehr, kostet knackige 400 Euro. Also bewegen wir uns hier auf jeden Fall schon wieder eher im Profibereich. Was ihr dafür bekommt, unter anderem geliefert in so einer, naja, schon recht flexiblen Tasche. Und wie ihr sehen könnt, das Ganze ist sogar ein Tick kleiner als das Panel in Anführungszeichen selbst. Das liegt daran, die hat auch den Beinamen Flex oder Flex Wall, dass es hier so ein rollbares, naja, Panel oder vielmehr einfach eine rollbare Video-LED ist. Mit so einer Texturform zeige ich euch gleich, was ihr im Lieferumfang unter anderem mit drin habt. Hier in dieser wunderbaren Tasche ist zum Beispiel eine Softbox, die eher für Fotografen ist. Und hier, damit ihr das mal seht, hier drin wird dann in dieser kleinen Rolle die eigentliche Video-LED geliefert, also hier hochkant, einmal aufgerollt. Ich zeige es euch auch gleich. Und noch eine zweite Softbox gibt es dann mit dazu. Die zeige ich euch dann auch hier dran angebaut. Und fast hätte ich natürlich noch ein ganz großes Highlight vergessen. Das ist die Kontrolleinheit, die ihr hier noch mit dazu bekommt. Wie man hier an der Antenne sieht, mit Funkempfänger, ja, Empfänger primär. Leider nicht im Lieferumfang mit drin, und das finde ich für 400 Euro dann schon nicht so gut. Das ist eine Fernbedienung. Die gibt es extra dazu, kostet knapp 40 bis 50 Euro, je nachdem, zu welchem Preis sie gerade angeboten wird. Womit man dann alles, was ihr hier seht, auch halt natürlich dann remote steuern kann. Ihr würdet da zum Beispiel aber auch den Akku-Ladestand sehen, solltet ihr den Controller hier hinten denn mit den passenden V-Mount-Akkus nutzen. Was kann man das mal einstellen? Ganz grob natürlich einmal die Helligkeit. Ihr werdet davon jetzt nicht mehr allzu viel sehen, weil das natürlich komplett überstrahlt ist. Ich stelle es mal wieder auf 1% Helligkeit zurück. Und dann könnt ihr natürlich auch die Farbtemperatur ändern. Jetzt seht ihr hier, wir sind jetzt gerade nur bei 1% Helligkeit. Ich mache es mal einen Tick heller, eine Hoffnung, ihr seht es noch. Stellen wir jetzt mal um von 3000 bis hin zu 5600 Kelvin. So, mal wieder irgendwas in der Mitte, und damit ihr das sehen könnt, so, 1% Helligkeit. Also ihr könnt damit erstmal grundlegend Helligkeit und Farbtemperatur steuern, wie man ja auch sieht, Bicolor-LEDs. Das eine geht eben bis knapp über 3000 Kelvin, das andere eben bis 5600 Kelvin. Also für die meisten Anwendungszwecke könnt ihr da die passende Farbtemperatur dann am Set einstellen. Und natürlich ein sehr großer Vorteil: aufgrund der Fläche, die ihr hier abdeckt, habt ihr eigentlich eh schon so einen gewissen Softbox-Effekt, dass halt nicht nur eine kleine Lampe in der Mitte ist, die leuchtet, sondern eh schon eine Flächenbeleuchtung. Aber man kann natürlich noch ein bisschen weiter in die Breite gehen. Bevor wir uns das anschauen, jetzt aber erstmal dazu, was das jetzt für eine spezielle Bauart ist, denn ein ganz normales LED-Panel ist es ja, wie schon mehrfach angesprochen, nicht. Was ihr hier seht, das ist das natürlich ebenfalls zusammenfaltbare, ihr seht es schon, ein bisschen flexibel aufgebaut. Kreuz, das ihr nutzt zum Aufspannen, und das hier ist dann die eigentliche flexible Video-LED. Ganz wichtig ist, dass ihr sie nicht so rum zusammenrollt, sondern wirklich so, wie es vorgesehen ist. Sprich, man würde sie dann hier einfach wieder zusammenrollen, eben entlang der ganzen verschiedenen LED-Reihen, die hier drauf angebracht sind. Auf der Rückseite habt ihr dann neben Klettverschlüssen, da kommt dann nämlich die Softbox ins Spiel, hier an der Ecke auch noch so eine kleine neue Taschen, würde ich sagen. Und die könnt ihr dann eben hier einhängen in dieses Kreuz, das Ganze einmal aufspannen. Das geht jetzt hier, wenn es hängt, ein bisschen schlecht. Viel idealer ist es auf dem Boden und ist aber in 30 Sekunden gemacht. Dann habt ihr die Video-LED aufgespannt. Ist natürlich nicht komplett straff, weil das natürlich auch ungünstig fürs Material wäre. Aber es hält auf jeden Fall. Ich hatte es jetzt auch mehrere Wochen aufgebaut. Da fällt also nichts runter oder ähnliches. Wenn das einmal dran ist, ist es solide.
So, wie auch schon erwähnt, ihr habt auch noch zwei Softboxen dabei. Warum zwei? Die eine Softbox, bei der ich auch schon meinte, das ist eher für Fotografen, die wird wirklich einfach hier rüber gespannt und hat ein bisschen was von so einem klassischen Schirm, den ihr aufbauen könnt. Die zweite Variante hättet ihr hier. Jetzt muss ich gerade nur gucken, wie rum. So rum, genau. Ist das Ganze, wird das dann hier angebracht an die LED und da kommen dann die schon angesprochenen Klettverschlüsse am Rand zum Einsatz. Das heißt, auch hier seid ihr wirklich fix dabei, das Ganze zu montieren. So, jetzt die richtige Seite gucken. Ihr müsst noch nicht mal darauf aufpassen, wie rum ihr das eigentlich anbringt. Ihr habt an jeder Seite so kleine Aussparungen, die reichen dann auch aus, damit das Kabel, das an der Rückseite am Panel angebracht ist, ranpasst und schon seht ihr, habt ihr in sehr kurzer Zeit den ersten Teil eurer Softbox drum. Das ist hier natürlich noch keine Softbox, logischerweise. Die kommt dann hier zum Einsatz. Da habt ihr dann nochmal eine zweite Schicht, wenn ihr so wollt. Also hier einfach den Diffuser davor und auch dafür ganz einfach über Klettverschlüsse gemacht. Also einmal hält es eigentlich schon so ganz gut, aber ihr habt dann hier Klettverschluss 1, zweiten an der Unterseite, dritten an der Oberseite, der sitzt sogar schon, der hier auch. Und fertig ist eure Softbox. Also ihr seht, auch das ist in der Praxis, selbst wenn ihr das jetzt mobil unterwegs nutzt, alles innerhalb weniger Minuten aufgebaut, wieder einsatzbereit und ihr habt hier wirklich ein sehr schön weiches Licht davor. Damit ihr jetzt abschließend noch einen Eindruck bekommt, wie viel Licht kann man damit erzeugen, ich habe die Video-LED jetzt hier Richtung Decke hochgefahren in so knapp 4 Meter Entfernung. Maximale Helligkeit 4500 Kelvin, also so, dass eigentlich auch beide Kanäle an sind. Sonst am Set die Beleuchtung gleich geblieben zu allem, was wir davor hatten. Jetzt eben die LED noch mit dazu, das eine Panel. Kann bis zu knapp 100 Watt ziehen. Das heißt, das, was ihr da aufbaut in Sachen Licht, ist heller als die meiste normale Zimmerbeleuchtung, selbst wenn ihr 4, 5, 6 Lampen an der Decke hättet. Also da kommt schon jede Menge raus und wie ihr hoffentlich auch sehen könnt, ein wirklich sehr angenehmes, weiches Licht mit guter Farbreproduktion. Was sagt ihr zu der Falcon Eyes RX18 TD? Viel zu teuer oder ein gutes professionelles Produkt, das man auch unterwegs in einen sehr kompakten Rahmen mitnehmen kann? Schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare hinein.